Hi, ich bin Jens, das hier ist Dorfromantik und ich will das Spiel nochmal euch präsentieren. Ich habe es vor einer Weile schon mal in einem angespielt, gezeigt. Das Ganze ist jetzt in Version 1.0 im fertigen Release erschienen und ja, ein weiterer Blick lohnt sich. Ich habe es immer wieder mal abends nach der Arbeit gespielt und so zum Abschalten ist es das perfekte Spiel. Und das sage ich euch mal. Im Endeffekt macht man Karten legen. Ihr seht hier, das ist das Startfeld in der Mitte. Rechts, das sind die Karten, die kommen. Die nächsten drei sehen wir schon in der Vorschau. Das ist die aktuelle. Das plus zwei im Wassersymbol oben gibt an, dass wir dort noch zwei Wasserfelder anschließen sollen. Und diese weiße Kante hier zeigt, dass das ein perfekt zwischen den zwei Feldern zeigt, dass das ein perfekter Übergang zwischen den Karten ist. Legen wir das mal an. Hier hätten wir zum Beispiel eins, wo wir drei Weizenfelder oder allgemein Agrarfelder anschließen sollen. Hier hätten wir, da müssen wir noch sechs Gebäude anschließen. Das machen wir mal hier hin. Dann machen wir das mal so. Wir können mit dem Mausrad können wir die Teile drehen. So dass wir sie relativ frei anschließen können. Wir können auch das Feld drehen. Wir können rein und rauszoomen. Wir kriegen damit Punkte. Wir sammeln Quests, womit wir wieder Karten freischalten. Und ja, schließen wir einfach mal hier das an. Das machen wir mal hier oben. Und wenn wir das jetzt erfüllen, gibt es zusätzliche Karten und Punkte. Eigentlich ein sehr einfaches Prinzip. Aber es macht unheimlich Spaß. Hier sieht man, hier haben wir dann rundherum schon mal vier Felder, die perfekt angeschlossen sind. Oh, hier schließen wir gleich den Wald noch mit ab. Was machen wir hier? Dann können wir da oben das nämlich auch dann fertig machen. Das schließen wir mal. Ja, da haben wir das Gebäude, den Ort abgeschlossen. Ja, und so erweitert man das immer weiter. Hier, das kommt daran. Oh, das machen wir so. Jetzt müssen wir mal schauen. Das machen wir am besten hier, weil da haben wir ja schon Felder. Und da würde ich gerne die Felder erweitern. Da müssen wir jetzt noch ein Wassersegment hinzufügen. Perfekt, aber ach, und hier haben wir jetzt das Feld perfekt rundherum erschlossen. Es gab doch noch mal 6 Bonuspunkte und eine neue Karte. Das führen wir dann auch sofort. Hier können wir dann Feld einfügen. Ach, das passt mir jetzt eigentlich gar nicht. Das passt mir jetzt gar nicht. Das setzen wir einfach mal da rein. Hier wieder perfekt abgeschlossen, wieder eine Bonuskarte. Das Schöne an dem Spiel ist, man kann es eigentlich entspannt zurückgelehnt spielen. Eine Hand an der Maus, dann sucht man mal raus, guckt sich an, wo man was anlegen will. Und oft verzichte ich auf die Bonuspunkte, nur um eine schönere Karte zu legen. Aber hey, da ist jeder seines Glückes Schmied. So, hier hätten wir wieder das Wasserfeld, dann haben wir das oben abgeschlossen. Ach, das sieht doch gut aus hier, oder? Was mache ich mal da an? Was machen wir dann? Windmühle. Das sind dann so Spezialfelder, die rundrum. Ja, Spezialfelder. die rundrum, zum Beispiel in dem Fall eine Windmühle, die hat rundrum Felder. Da müssen wir auch wieder Bonusziele erfüllen. Die können wir auch gleich mal so platzieren. Ach, hier, das ist schön.
direkt mit dem Platzieren erfüllt. 100 Punkte, Bonuskarten. Schließen wir mal hier an, dann haben wir das Ziel erfüllt und neues gleich parat. Wo schließen wir das mal an? Oh, das mal hier. Haben wir nämlich hier ein perfektes Feld erfüllt. Und so arbeiten wir uns dann Stück für Stück auf der Karte vor. Und machen wir uns ein kleines Gewässer. Ja, Windmühlen für das Land. Hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das werde ich nicht erfüllen können. Aber hier kommt jetzt Wasser. Die Felder kriege ich ja niemals da rausgeführt. Aber hey. Ist auch nicht so wichtig. Manchmal geht es auch einfach nur darum, zu spielen. Einfach nur die Optik zu genießen. Hier haben wir das Wasser abgeschlossen. Und wenn wir das reinsetzen, haben wir hier zumindest ein perfektes Feld wieder erfüllt. Schöne große Wiese. Das platzieren wir mal hier. Ja, und hier, da sieht man jetzt auch nur wieder eine Besonderheit. Dieses Flussfeld blockierte jetzt halt hier dieses Feld. Man muss dort ein Wasserfeld anschließen an diesem Fluss. Deswegen kann ich das Feld mit den Feldern jetzt dort nicht anschließen. Oh, schließen wir mal hier an. Das machen wir hier. Und so arbeitet man sich halt Stück für Stück vor. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kann ich das irgendwo besser anschließen? Nee. Oh, hier an das Waldfeld kann ich das ganz gut anschließen. Das machen wir. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir nämlich auch wieder ein perfektes Feld. Und das ist neu. Was jetzt auch eine Besonderheit ist, was ich hier dann aus Gründen vergessen habe, ist eine große Neuerung seit dem Patch. Wenn ich mit dem Feld, was ich gerade gelegt habe, nicht zufrieden bin, kann man das rückgängig machen. Geht immer ein Feld zurück. Ist eigentlich eine wundervolle Sache. Und hier oben sieht man meine nächsten Quests. Schließe insgesamt 250 Quests ab. Habe ich bisher 191. Treuer Fan 3, also 25 Partien mit 5000 Punkten abgeschlossen. Selbstversorger 2, schließe insgesamt 20 Feldergruppen mit mindestens 10 Feldern ab. Und wenn wir ins Menü gehen, dann sehen wir dann auch die Belohnung. Was ich noch nicht geknackt habe, ist der Highscore von 10.000. Hier sieht man dann, kann man alle Quests einsehen und dann gibt es noch mehr, die dann zusätzlich freigeschaltet werden. Und dafür gibt es dann hier diese abgebildeten Kärtchen immer. Die tauchen dann durch Zufallsprinzip auf. Neue Biome, neue Gebäude. Hier könnte man noch das Tutorial spielen. Wir haben den klassischen Modus, den ich jetzt gespielt habe. Da kann man in verschiedene Partien wieder reinsteigen. Man kann den Kreativmodus bauen, in dem man einfach baut. Schneller Modus habe ich noch nie ausprobiert. Schwieriger Modus. Gut, wer es braucht. Ich spiele es zum Abschalten. Monatlicher Modus bietet jeden Monat eine neue Konfiguration von benutzerdefinierten Regeln und einen festgelegten Seed. Auch mal nett. Und der Eigenmodus. Habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Da muss ich mich nochmal reinarbeiten. Wisst ihr was? Wir machen nochmal kurz. Ich zeige euch nochmal den. Community. Das bauen wir mal hier. Ich mag meine Wälder strikt getrennt.
Das schaut doch gut aus, oder? Da haben wir schon mal einen kleinen Teilerfolg. Hier haben wir auch wieder einen kleinen Teilerfolg. Na, das läuft doch. Allerdings muss ich wirklich halt sagen, also das Spiel ist halt nichts, wo ich Wettbewerb oder Konkurrenz suche. Das ist ein Spiel, da will ich eigentlich abschalten. Ein perfektes Feld, yeah. Ja, da kann ich die Gleise von da oben runterführen. Ja, hier will ich ja eh das abschließen. Das trifft sich da wunderbar. Wunderbar. Als hätte ich es geplant. Ja, das passt eh nicht. Da sind die Felder schon zu groß. Kann man das irgendwo vernünftig anschließen? Nee. Ach ja, Leute. Sieht auch schön aus. Ich das irgendwo. Ja, dann mache ich mir das oben kaputt. Ja, komm. Ja, komm. Hauptsache das abgeschlossen. Das gefällt mir. Und ein perfektes Feld abgeschlossen. Das ist genau das, was ich brauchte. Habe ich die zwei Fähnchen nämlich weg. Hier kann ich die... perfektes Feld. Ja, das kann sich jetzt noch eine Weile hinziehen. Aber ich habe euch, glaube ich, mal einen kleinen Einblick gegeben in den Stand 1.0. Wie gesagt, ich tauche da gerne drin ab. Und wenn ihr mal was zum Entspannen sucht, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen. Also, ich verlinke euch das Ganze nochmal unten in der Beschreibung. Wie gesagt, holt es euch, habt Spaß damit. Und ich guck mal kurz nach. Shopseite. Das Spiel gibt es aktuell für 9,09 €. Läuft in so eine gleiche Richtung wie Townscaper, was ich ja schon mal kurz präsentiert habe. Soundtrack gibt es auch separat zu kaufen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Entspannung mit Dorfromantik. Wer es heute zeitnah hört, ich wünsche euch auch einen wundervollen Sonntag. Haut rein, lebt lang und im Frieden. Wir sehen uns und hören uns.